Hallo Leute, mein Name ist SozusT und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wie letztes Mal angekündigt, als wir diesen wunderbaren Tempel hier hinter mir gebaut haben, machen wir diese Folge was anderes. Und zwar konnte ich ein paar Kollegen hier vom Server überzeugen, mit mir nochmal ins End zu kommen. Und da ist doch so einiges passiert. Am besten schaut ihr euch das selbst mal an. Schlachtplan. Wenn wir ins End gelangen, wird sich dort ein Drachen finden. Und der ums Exit-Portal, was in der Mitte der Endinsel ist, befinden sich Obsidian-Türme und oben an den Obsidian-Türmen gibt es End-Crystals und die End-Crystals heilen den Drachen. Das heißt, zuerst müssen die End-Crystals zerstört werden. Und da kommt ein Bogen ins Spiel, weil mit dem Bogen kann man sie abschießen. Es gibt aber, ich glaube, zwei Türme, deren Crystal ist mit Eisengittern gesichert und da ist es das Einfachste, von unten mit Sand oder Gravel hochzutürmen und dann, ja, das geht auch. Und dann quasi ein Block unterhalb von der Plattform den Crystal zu zerstören und solange eure Füße weniger hoch sind als der Crystal, nehmt ihr eigentlich keinen Schaden. Das ist Phase 1. Zuerst alle Crystals zerstören, sodass der Drache sich nicht mehr heilen kann. Und dann, Phase 2, geht es effektiv darum, den Drachen, die Gesundheit vom Drachen runterzubringen. Und wenn er durch die Luft fliegt, macht man das mit Pfeil und Bogen. Und wenn er am Boden ist, platziert er sich über dem Endportal. Und da ist es das Einfachste, von hinten ihm in die Schenkel zu schlagen. Dann nimmt er auch Damage. Es gibt einige Sachen, vor denen ihr gewappnet sein müsst. Das erste sind Endermen. Schaut denen nicht in die Augen, sonst werden sie wütend. Was da dann helfen kann, ist, wenn ihr mit dem Rücken zu einer Säule steht und über euch in der Höhe von zwei Blöcken euch ein Dach baut, sodass ihr mindestens einen Block Abstand habt, weil dann kann der Enderman nicht zu euch hin und ihr könnt ihn erledigen. Was sie auch nicht mögen, ist Wasser. Somit ein Eimer mit Wasser kann hier auch helfen. Das zweite, worauf ihr gefasst sein müsst, ist, dass der Drache kann euch in die Höhe schleudern. Und dann kommt ihr mehr oder weniger schnell mit dem Boden in Kontakt. Was hier hilft, sind die Schuhe, die ich euch gegeben habe, mit Fetter Falling 4. Das sollte einiges an Damage abnehmen. Das zweite, Wassereimer, bevor ihr unten ankommt, Wassereimer auf den Boden. Und wenn ihr im Wasser landet, nehmt ihr keinen Schaden. Kann ein bisschen schwierig sein, besonders wenn man es nicht trainiert hat. Drittes, Enderpearls.
mit denen, wenn ihr auf dem Weg nach unten seid, wenn ihr die nach unten werft, landet ihr am Boden ohne Schaden zu nehmen, weil die Ender Pearl den Boden vor euch trifft. Und Slow Falling Potion, natürlich, wenn ihr in die Luft geschleudert werdet, sinkt ihr dann langsam zu Boden. Ich würde das die erste Potion gleich nehmen, bevor wir ins End reingehen. Fragen? Soweit alles klar. Hast du noch einen Eimer? Da geht's hoch. Manchmal ist die Endinsel nicht in der Insel selbst, also die Plattform. Sondern etwas außerhalb. Am besten schaut ihr so etwas auf den Boden. Und die Mitte ist etwas in dieser Richtung und da könnt ihr schon den Drachen hören. Gut, in dem Fall lehne ich mich ein bisschen zurück und lasse euch den Spaß. Gerade jetzt, genauso, richtig hinten in die Schenkel rein, richtig gemein reingrätschen. Und da geht das Totem. Das war gut investiert. Einer noch? Wuhu! Kommt zur zweiten Phase. Nämlich, ich denke ja, ihr wollt auch ein bisschen Elytra und Schalker Shells. Okay. Das heißt, ich war schon mal da. Das heißt, ich würde euch empfehlen, hier rauf zu gehen. Was man entweder machen kann, ist Enderperlen. Und die Distanz hier wäre, glaube ich, genügend groß. Oder man kann natürlich auch eine Brücke bauen. Oder einfach gleiten. Gibt's da zu lachen? Wie seid ihr auf eure Ingame-Namen gekommen? Brad? Ursprünglich als Fan der ähnlichen Namens, ähnlichen Serie. Als Kinder. Breaking Bad Fan. Okay. Gab's eine kurze Abwandlung für meinen Namen. Und Brot. Brot ist ja hat ja durchaus auch eine Beziehung zu diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt. Und bei dir, Giga? Okay. Mein Name hat keine so interessante Ursprungsgeschichte. Das war einfach zur Studienzeit schon mein Benutzername. Ah, okay. Richtig langweilig. Und zu diesem Zeitpunkt
habe ich mir natürlich auch nicht wirklich Gedanken gemacht, wie gut lässt sich denn dieser Benutzername aussprechen. Drum denke ich, so im Umgang statt HotSST, Age, wiedereinte Charakter in Ready Player One. Das war mein Tod. Das war sein Tod. Habt ihr zufälligerweise eine Kiste? Ja. Ja, weil ich bin jetzt flügellos und schuhlos und überhaupt los. Das könnten wir ja wieder machen. Ja. Wir sammeln mal dein Zeug ein. Gerne. So. Das ist meine. Ja, die habe ich. Jetzt warte noch einen Moment. Das, was du jetzt brauchst, ist das. Sollte dann das Buch laufen, richtig. Jetzt kannst du das Unbreaking und Mending auf die Elytra, weil dann hält sie länger und da kannst sie auch gleich reparieren. Ich habe hier noch ein Buch. Das ist auch Mending Unbreaking. Richtig. Dachte, ich hätte jedem von euch eins gegeben. Gut. Und jetzt brauchst du noch das da. Dann bringe ich dem Kleinen hier mal das Fliegen bei und dann kommen wir. Also, erste Variante ist einfach gleiten. Und wenn du jetzt zum Beispiel etwas in die Höhe steigst. Dann runterspringen und mit der Leertaste die Flügel öffnen. Genau. Und das zweite mit den Raketen. Eigentlich in die Luft springen mit Leertaste und dann mit Rechtsklick eine Rakete abfeuern. Und weg ist er. Bei der Landung einfach. Was
Ja, du kannst Shift drücken, dann kannst du eher kontrollieren, wo du genau landest, also speziell wenn du auf einem kleinen Block landen möchtest, aber wenn du eine größere Fläche hast, spielt es nicht so eine Rolle. Ja. Was Schwierig. sagt die Meldung? Ja, das war das untere Ende. Ja, ich war da echt im Void. Keine Inseln links und rechts. Und dann siehst du auch nicht, wo ist oben, wo ist unten. Und meistens ging es gut mit den Raketen. Aber Nicht. irgendwann bin ich dann zu tief runtergekommen und wahrscheinlich nach unten geschaut. Und die Raketen abgefeuert. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder auferstanden und auch wieder ausgerüstet. Und selbst wenn ich diesen Trip nicht wegen mir selbst und den Goodies unternommen habe, sondern mehr um die anderen beiden zu unterstützen, lässt sich die Ausbeute doch sehen. Und ich habe auch hier eine Backup-Box. Und da habe ich jetzt, vorhin hatte ich mal zwei Elytras, jetzt hatte ich vier. Ich denke, das lässt sich doch sehen. Somit sind wir nun gerüstet für das nächste Abenteuer. Vielmehr für die nächste Farm hier auf dem Server. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Schaltet doch einfach wieder ein, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann. Tschüss.